So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist ein bisschen später geworden, aber nichtsdestotrotz, die Märkte sind zu. So richtig viel ist nicht passiert bei den Aktienmärkten oder auch beim Forex. Und das schauen wir dann auch gleich mal an. Einmal eher zum nicht ganz so, ja, interessanten Markt. Aber hier ist jetzt sozusagen die Nachlese. Wie gesagt, ich habe den eher jetzt vernachlässigt, den DAX, die letzten 2 Tage, nachdem es eben hier den Sell-off gegeben hat. Ja, das war der Tag. Und wie man jetzt sieht, durch den Sell-off, der bei den Indikationen bis unter die 10.400 Punkte ging, und auch heute, wo nicht ganz exakt diese Trendlinie, okay, wenn man hier das andere hoch nimmt, dann wurde sie exakt angelaufen. Also hier ist einfach Kaufinteresse da. Trotzdem kann eben der Markt nochmal hier das komplette Gap schließen. Beim Ja, S&P 500 Index. Da würde hier kurz die Marke erreicht. Somit ist eigentlich das Setup aktiviert. Allerdings gab es dann eher, ja, sofort Käufe und der S&P schloss dann hier wieder bei über 2175. Schauen wir das Ganze mal auf der Parkettbörse an. Ja, da ist es jetzt hier eigentlich wirklich eine schöne Kerze für die Bären oder für das bärische Setup. Stopp kann jetzt hier, ja, im Idealfall wird nicht mehr das Hoch überschritten. Ich würde es nochmal ein, zwei Punkte draufsatteln. Ja, in etwa hier 82, 83 könnte man dann den Stopp platzieren und auf weiter fallende Kurse dann spekulieren. Und deswegen könnte eben auch der DAX nochmal in die tieferen Regionen vordringen. Der SDAX, ja, hat hier, ja, ein paar Punkte verloren, genauso wie hier der MDAX. Das passt bislang auch soweit. DAX hat man besprochen. S&P, eine SAP-Aktie ist, ja, nicht viel passiert. So, im Forex, dieses Setup kann man, britische Pfund, australische Dollar kann man abhaken. Ist erledigt. Exaktes Ziel erreicht. Australische Dollar, kanadische Dollar. Wie oft jetzt hier abgeprallt. Stopp an die Tiefs kann man immer noch legen. Allerdings, wie gesagt, auch schon hier, glaube ich, oder hier geschrieben, ist nicht mehr so spannend. Kann auch weg. Das war ja noch das eine Setup, ist ja auch erledigt. Auch weg. Jetzt haben wir hier noch Gold und Silber. Silber habe ich hier das Kauflimit weiter hochgesetzt, damit man dabei ist mit dem zweiten. Die komplette Position hat jetzt hier einen Stopp eben bei 17. 85. Wenn es natürlich ganz blöd läuft oder ganz gegen einen läuft, dann läuft der vielleicht auch nur an 17, 26 hin oder 17,30. Aber schöner wäre es, er bleibt einfach auf Wochenschluss über 17,85 und da liegt auch der Stopp bei Gold. Lief hier unter 1320. Habe ich noch ein anderes Setup, einen grauen Haken gemacht, dass eben auch nur das so laufen kann, bis im knapp an die letzten Lows, da aber dieses Low wieder jeder im Blickfeld hat, ja, glaube ich es eben nicht ganz, dass es hier dreht, wenn dann eben sogar fast an dem letzten Low wegen Silber,
Aber das habe ich auch alles, zwar nicht komplett ausführlich geschrieben, aber alles erwähnt in den Analysen. Finde ich, ja, die spannendsten Themen hier, Silber und Gold. Zu den Goldminen und Silberminen gab es jetzt hier, ja, eine ganz bullische Kerze nicht, aber genau exakt an dem Unterstützungsniveau, was frühzeitig eingezeichnet worden ist. Und hier soll das abprallen und dann nochmal ein tieferes Tief ausbilden. Passt analytisch bislang auch, genauso wie hier dreht er ja exakt fast an der unteren bei. Allerdings ist hier jetzt die Kerze nicht ganz so bullisch. Da kann man noch kurz auf den God Mode blicken. Da habe ich eben auch zwei Setups noch von anderen Goldminenwerten veröffentlicht. Einmal war das da die Kinross. Hier sah das aus bei der Analyse. Und ja, dann eben hier der Abpraller. So wie es gewollt war. Schauen wir, was die Hecla Mining macht. Hier würde auch zwar nicht ganz so offensiv auf dieses Low oder auf diese Bewegung gesetzt, allerdings von hier aus sollte man oder könnte man Long spielen, die Long-Karte. Und bislang ist es jetzt hier zwar nicht das Schönste oder nicht die Unterstützung exakt getroffen, allerdings kann man hier auch überhalb der Stoppmarke von einem neuen Hoch noch ausgehen. Beim hier aus Pfund neuseeländische Dollar ist noch nicht viel passiert, ist nur aktiviert worden, also minimal. Und Euro, kanadische Dollar, da dürfte ich den Chart hier haben. Kleinen Moment. Hier ist der Chart. Ab hier sollte es nach oben gehen. Ging es leicht, dann wieder den Rückfall. Mich sieht es trotzdem noch so aus, als würde das Währungspaar nach oben wollen. Und überhaupt, solange eben diese Linie verteidigt wird. Und der Stoppkurs ist halt weiter unten. Wenn diese Trendlinie natürlich gebrochen wird, dann sieht es nicht mehr gut aus. Das jetzt wäre jetzt hier auch nur ein erstes Kursziel. Das kann sich hier eine schöne Bodenbildungsformation sicher geben und wir sehen weit höhere Kurse. Also ist sozusagen das Risiko von einem R hier durchaus lohnenswert. Das war's, danke fürs Zuhören und bis morgen.